Gut, die Mauer steht wieder. Das Katapult noch nicht. Ich hoffe mal, wir brauchen es auch noch nicht. Ansonsten... Alter Schwede! Wir sind bei Tag 98. Oh Gott. Alter. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, ein paar Tage können wir es rauszögern und danach werden wir sterben. Vielleicht sollten wir noch als Happy End versuchen, das Boot zu bauen, oder? Seid doch jetzt auch dafür, oder? Ich baue einfach das Boot. Ist doch egal. Wollte das Pferd gerade wieder fressen. Wir testen das jetzt aus. Wir sprinten mal ein bisschen. Komm. Hihop, hihop, hihop. Galopp, 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 galopp. Ui, und jetzt andersrum. Yeah. Schön über die Leute drüber. Und jetzt versuchen wir hier was zu fressen. Es geht nicht. Okay, dann nicht. Oder es möchte dieses Gras hier. Ach komm schon. Dann halt nicht, dann soll es nichts fressen. Hast du noch was? Nö, ja, nö. Hast du mal einen Euro? Gut, mit einem etwas verdeckten Sonnenuntergang widmen wir uns nun den Monstern. Und diese Musik. Diese Musik erinnert mich jedes Mal an Just Cause 3. Oder? Gut, und ein bisschen ein Witcher. Auch 3. Und sie erinnert mich auch irgendwie an Kingdom. Ich weiß nicht warum. Ah, kommt herbei, meine Freunde. Heute wird die Schlacht geschlagen. Denn wir sind diejenigen, die hier gewinnen. Mist, ich hätte mir mit dem Boot ein bisschen eher anfangen müssen. Ah, das wäre cool, wenn wir damit jetzt noch entkommen würden. Das wäre echt nice. Das wäre dann ein grandioser Abschluss für dieses Let's Play. Denn ich glaube, alle Inseln werden wir nicht durchspielen. Das kann dann jeder für sich selber machen. Da kann dann jeder selber seine eigenen Techniken herausfinden. Und gut und gerne auch sehr viel weiterkommen als ich. Man merkt aber, wenn das Katapult fehlt, dann, Alter, ist das laut! Ich muss das wiederbrüllen! Ey, der hat den einfach gesnackt. Eiskalt. Ja, hau nur ab, komm. Alter, schieß ihn doch mal ab, der hat gleich zwei gefressen, guck mal. Ey, hallo, geht's noch? Junge, verpiss dich. Lass den fallen. Hallo. Lass den fallen. Ey. Junge, lässt du... Beleidigung. Passt mir nicht. Ach so. Du auch? Ja, danke. Na gut, bauen wir erstmal die Mauer wieder auf. Arbeitslose, mehr als genug. Wir brauchen keine neuen Leute erstmal. Bleibt jetzt hier. Warum? Was bleibst du hier? Wo ist der Buchmann? Ach, da vorne. Hab ich nicht gesehen. Halt, komm her. Sparen oder... Komm, wir sparen erstmal. Das Boot können wir noch früh genug bauen. Das Katapult, würde ich sagen, ist auch noch eine Sache, die wir angehen sollten. Definitiv. So. Und jetzt können wir noch irgendeinen rekrutieren oder den Esel kaufen. Haben wir schon. Okay. Ach ja, stimmt, der war ja hier vorne. So, dann würde ich sagen... Hier, dich habe ich gesehen, du bist der Glückliche. Ey. Hä? Ich meinte eigentlich den anderen, aber okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Gut. Macht's unter euch aus. So, ja, was ist denn jetzt hier, Leute? Wollt ihr mal nicht ein bisschen Elan hier reinbringen in eure Bogenschießkünste?
Kann man vielleicht so eine Trainingswerkstatt bauen? Das wäre voll cool. Weil ich meine, hier ist ja so ein, so eine Zielscheibe. Kann man denn nicht mal sagen, ich mache hier so eine... Na gut, eigentlich haben die ja jeden Tag Übung. Und Tag 99. Oh Gott, nein. Morgen, ne? Morgen gehen die Monster sowas von ab. Alter. Doch das sehen wir erst in der nächsten Folge. Wahrscheinlich ist die Folge so 5 Minuten lang, hat gerade erst angefangen. Egal, seht ihr trotzdem erst in 2 Tagen oder 3 oder wann auch immer, je nachdem wie lange ich das schneide. Halt, keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, ne? Noch ist es schön hell, jetzt ist gerade so ein richtig schönes Grillwetter. Wahrscheinlich haben sie auch alle schon gegrillt. So lila, wie es wieder ist. Und immer wenn das, immer wenn der Himmel lila ist, dann ist das Wasser so türkis-chemisch blau. Es ist merkwürdig. Muster sind erkennbar. Doch woher stammen sie? Wer hat sie erschaffen? Dies wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass ein paar Monster gleich fett aufs Maul bekommen. Und hier, Sonne ist weg, komische Helligkeit ist weg. Also diese übertriebene, keine Ahnung, diese milchige Helligkeit. Naja, obwohl Kingdom ein relativ dunkles Spiel ist. Also ich muss meinen Monitor heller drehen, damit ich alles sehe. Später kann man ja nachbearbeiten, ne? Ja, Schnittprogramm, so ein bisschen Helligkeit reinballern. Aber live geht das Ganze nur über den Monitor bei mir. Und damit ich wenigstens was sehe, während der Aufnahme, ne? Ah, da kommen sie schon. Na, guten Tag, Freunde. Und tschung. Und wamm, wamm, bam und Katapult rein. Oh, Fliegeviecher. Habe ich gar nicht drauf geachtet, aber ist ja auch nicht mein Job. Und Alter, ist das laut. Versteht man mich überhaupt? Die Viecher machen so einen Lärm. Jetzt nicht mehr. Hier, wir schießen wieder nach unten. Sag mal, habt ihr denn nichts? Habt ihr keine Augen oder was? Alter. Meine. So. War das jetzt... Moment mal. Tag 100. Fucking 100. Alter, ich weiß nicht, sollen wir sparen oder sollen wir das Boot kaufen? Ich bin mir unsicher. Okay, weißt du was? Scheiß drauf. Komm, wir... Allerdings können wir auch unseren... Ja, wir müssen ja nicht sofort auf das Boot aufsteigen, ne? Wir können natürlich auch, ne? Hier noch zu Lande bleiben und wenn es uns zu viel wird, verpissen wir uns einfach. Alter. Als werden wir doch immer überleben. Selbst wenn die durchkommen, hier haben wir doch noch eine riesige Schar. Bam, bam, bam. So, bitteschön, Herr Bauarbeiter. Da hast du ordentlich zu tun gerade. Ah, Ferdinand freut sich auch. Finde ich gut. Und da richtete sich sein Balken nach oben. Was? Was? Also was interpretierst du denn jetzt wieder hier rein, ja? Also, nö, sowas kann... Alter, wie viele. Oh Gott, wenn die uns helfen könnten in ihrem Braunkohlegebiet. Und übrigens... Seht ihr gerade wieder diese komische milchige Helligkeit, die ich meine? Ich weiß gar nicht, ob das so sehr auffällt, weil... Oder ob das noch krasser wird, weil wenn ich ein bisschen Helligkeit hinzufüge aufs ganze Video, weißt du? Damit die Nacht nicht so dunkel ist. Naja. Wir haben kein Gold mehr. Wir können hier nichts machen. Es sei denn, der nette Herr hier... wo ist er denn? Da hinten. Ja, wir könnten noch mal 3 neue Leutchen begrüßen in unserem Dorf. Hier, zumindest ein. Ne, doch mal sogar 2. Hä? Toll. Beides von irgendeinem Fuzzi aufgenommen. Und eins davon kriegen wir wahrscheinlich nie wieder. Doch. Ja, genau. Ferdi freut. Ach, guck mal, jetzt ist die Helligkeit wieder weg. Hier, bitteschön. Haben wir denn jetzt noch einen, der zwischenzeitlich hier gespawnt ist? Nö, ne? Oder? Ich sehe es nicht. Ist das einer? Nö, das ist ein Bogenschütze. Ja? Nein? Vielleicht?
Okay, ich glaube nicht, weil der würde ja sonst nicht mit wegrennen. Gut. Oh, ich Depp. Ich kann aber gerade den Esel nicht mit... Nein. Das ist dann nicht wahr. Och, Mann. Ach, was soll denn das hier? Das ist doch Kacke. Ich... Nee. Hey, juhu. Sagt einfach nichts. Ihr braucht ja gar nicht so blöd hier anzukommen, weißt du? Könnten ja wenigstens mal 20% weniger Monster drin sein jetzt. Vor allem Fliegeviecher, davon 50% weniger. Wenn denn... Okay, die nehmen uns gerade fett auseinander. Oder auch nicht. Schieß doch mal! Alter, und den auch noch. Na klar. Das war ja eine Münze. Hä? Nö. Kann ich den jetzt... Der wird kein Gold für uns haben. Das war ein bisschen dumm. Zumal ich behaupten würde, dass nächste Nacht ein Blutmond herrscht. Und wir haben unsere Armee nicht ausgebaut. Die Monster allerdings schon. Oh, die Bauarbeiter sind fertig. Da schauen wir doch gleich mal vorbei. Und das Wetter spiegelt auch unsere Stimmung wieder. Genau wie die Musik. Doch aus Fehlern muss man bekanntlich lernen. Ey, wir sind ganz schön gut weit gekommen mit dem Boot. Also, jetzt mal ohne Mist. Eine Reihe voll und noch eine halbe dazu. Ich weiß gar nicht, ob es 3 oder 4 Reihen sind. Würde ich doch mal sagen, gut gemacht. Das heißt, eine Werft haben wir in unserem Dorf hier auch, in unserer Kleinstadt. Kleinstadt der Reihe. Ha, ha, Mensch, da reißen wir heute wieder die besten Witze, wa? Übrigens, hier gibt es einen Texturbug, haha. Weil die Wurzel geht durch das Rad durch. Na gut, ist ja auch schon lange nicht benutzt worden. Und es wird tatsächlich nie Frühling. Wir müssen in diesem ewigen Winter, in dieser jahrzehntelangen Winterhölle ausharren. Aber na gut. Dafür können wir Schneemänner bauen, das ganze Jahr lang. Ha! Ja, und natürlich auch Schneefrauen. Ja, wir wollen ja auch politisch korrekt sein. Wir können auch eine ganze Schneemann-Familie bauen. Und die stellen wir dann hier vorne überall hin. Die stehen in Spalier. Und wenn die Monster kommen, sind die verwirrt. Oh mein Gott, das sind aber viele. Wir verpissen uns lieber. Haben die Monster Angst? Haben die so etwas? Haben die Monster wirklich so Emotionen? Haben sie solche, ja, Emotionszustände wie Angst, Furcht oder sowas? Oder Aggression gegenüber uns? Kennen die Monster das? Oder sind die halt einfach nur da? Handeln die nach Instinkten? Weil die müssten ja eigentlich denken können, weil wenn die für die Gold wertvoll ist. Ich glaube, ich interpretiere da zu viel rein. Das ist wahrscheinlich einfach nur, Monster will Gold, du musst Monster töten. Gut? Okay. Wahrscheinlich ist das genau so und ich denke mir da viel zu viel dabei. Aber egal, macht ja auch irgendwo Spaß. Mir zumindest. So. Dann sollen sie mal kommen, diese losen Monster. Also schreien habe ich sie bis jetzt nicht gehört. Höchstens so, ja, ich greife dich an, ja. Aber so verrecken hat man die noch nicht gehört. Wahrscheinlich denke ich dann nachher, oh, hier habe ich wieder gehustet, das schneide ich mal besser raus. Apropos husten. So. Kommen sie? Ja, okay, er duckt sich. Die Monster kommen. Lieber Katapultschütze, werdet ihr so freundlich, nicht sofort immer loszuschießen.
Achtung, das Fliegeviech kommt durch. Ja. Das hier auch. Okay, das hier auch. Also, oh. Jetzt haben sie draus gelernt, nach 3 Stück. Mal sehen. Die kommen jetzt durch, weil die wieder scheiße schießen. Ist ja doch echt bedeppert, oder? Ja, ist so. Das sage ich ja nicht mehr was dazu. Nicht mal mehr was. Aber gut, ich bin auch nicht besser. Ich bezahle den Esel nicht. Wir haben keinen Blutmond gehabt. Boah, wir müssen eigentlich... Komm. Es geht nicht anders. Wir können nicht sparen. Nee. Wir können nichts ansparen. Wir brauchen das einfach. So ein bisschen ärgerlich. Aber na gut. Müssen wir durch. Okay, Tagesaufgabe erledigt. Jetzt passiert der Rest von alleine. Gut, ich würde sagen, ich mache wieder eine ganz kurze Timelapse hier rein, also ein ganz kurzes Zeitraffer. Wir sehen uns dann sofort wieder. Die Musik. Sie lässt nichts Gutes verkünden. Das Brummen im Hintergrund. Das Trappeln der Monster. Das Klavier im Vordergrund. Die Spannung. Die Entspannung der Bogenschütze. Doch sie haben sich bereit gemacht und sich auffressen lassen. Boah, voll in die Fresse gekriegt. Wie schön. Komm, jetzt mach doch mal hin, wir wollen die Show sehen. Mein Gott. Alter. Ja. Alter, das gibt's doch nicht. Komm, hau raus. Bam, 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 bam. Ich glaube, unser Katapult hat sie gerade wieder einen Arsch gemacht. Huch. Ich weiß nicht. Jetzt schießt sie da mal ab. Komm, hau raus. Bam, bam, bam. Oh. Alter, jetzt nervt mich nicht. Ich bin der König. Wenn ich hier stehe, dann stehe ich hier. Wie die halt alle töten. Ich meine, wir kriegen die noch klein. Keine Frage, aber... Oh, nervt mich nicht. Alter. Töten die eigentlich jetzt hier die... Die haben da ja nicht jetzt ernsthaft alle Bogenschützen getötet. Ja, ne? Ihr habt so ein bisschen ein Problem, ne? Fuck. Also, ich würde mich dann schon mal verabschieden von Kingdom. Wenn die nicht immer neue spawnen würden, ne? Ach ja, ist ja gut jetzt. Jungs, ne? Ich wünsche euch viel Spaß. Alter, wie die abwehren. Als würden wir das jetzt wegen denen überleben, ne? Nur noch einer. Ah, noch Haufen von denen. Kommt da noch ein? Ja, na, oh, noch sogar viele. Ach nö, also eigentlich wollte ich das jetzt gar nicht so überleben, weil ist ja kacke. Na komm her. Nö. Ist doch scheiße. Klar, ich geh noch auf die Seite. Alles klar, als hätten die uns jetzt hier komplett überrannt. Ich glaub's, Alter. Von wie haben die alle überlebt? Ich meine, the fuck? Klar, lebt halt alle noch. Was ist... Ach, den Esel, den haben wir nicht bezahlt, oder was? Nee, den haben die kaputt gemacht, ne? Ich glaub schon. Alter.
Wir können nie alle zurückholen, das geht nicht. Also, alter Schwede. Na, also jetzt haben sie uns echt klein gekriegt. Kackboot, wir hätten das Boot nicht bauen dürfen. Wenn wir das gespart hätten, hätten wir genug Bögen gehabt, hätten wir dann... Gut, aus Erfahrungen lernt man. Alter, allerdings zum Leidwesen. Wirklich sehr viele. Alter, wirklich sehr viele Leute. Uiuiuiui, gerade so haben wir es noch überlebt, aber wirklich haarscharf. Also da müssen wir uns definitiv etwas einfallen lassen für die Zukunft. Ja, und was nun mit dem Boot wird, wir werden sehen. Entkommen wir mit dem Boot oder gehen wir mit ihm unter? Bleibt gespannt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Kingdom. Bis dahin, tschüss, euer Emerald.